Und damit herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Wir haben das Herz besiegt, wir haben einen Tod und einen Mumkill, in Klammern 2, weil der erste Mumkill ja kein wirklicher Mumkill ist, sondern nur Mums Heart als Mumkill gilt. Wozu zählen eigentlich Isaac, Satan, Blue Baby und der Endboss von der Chest? Weiß ich nicht, ich glaube, das Mumkill ist. Okay. Und wir spielen jetzt mal mit... Hä, wir haben noch Eve freigeschalten, oder nicht? Mit wem habe ich denn eben gespielt? Mit Kane, ne? Okay, wir könnten jetzt mit Eden spielen oder mit Lazarus? Oder mit... Lazarus. Azazel? Okay, dann spielen wir jetzt mit Lazarus. Ja, der ist okay. Ich liebe Azazel. Ich auch. Er ist so richtig schön OP. Ja, weil er richtig schön OP ist. Gut, dass Lazarus nicht richtig scheiße ist. Ja, der Hard-Mode ist ja auch nicht härter, man findet nur weniger Drops. Man findet eigentlich mehr Drops, wenn man mehr Champion-Gegner hat. Ja, aber man findet an sich weniger Drops. Finde ich jetzt nicht, also ich habe eigentlich genauso viel. Also Cash-mäßig und sowas. Ich spiele übrigens gerade wieder als Blue Baby und habe gerade als erstes Item Triple Shot gefunden. Ich brauche mal wieder Schlüssel. Wir haben übrigens viele Achievements schon freigeschaltet, wie zum Beispiel Basement Boy. Deshalb würden wir das jetzt auch nicht kriegen, wenn ich das schaffen würde. Ist das das Ouija-Brett? Ich glaube, das ist das Ouija-Brett. Ja, das Ouija-Board. Das ist geil. Ja, Spectral Tears und eine hässliche Fresse, ne? Ja, Spectral Tears sind einfach todesgeil, vor allem wenn du noch fliegen kannst später. Ja, dann sind die todesgeil. Ja, ich finde die auch so ganz geil, also. Ja, man kann halt durch Steine schießen, finde ich auch ganz nett, aber ist jetzt nicht Schokolade, unbedingt so. Ich hab Triple Shot, oh, ich hab deinen Run. Oh, super. Ja, hab ich dir mal einen Sieg gegeben? Oh, yes, kacki. Im Sieg kann man aber keine Achievements freischalten. Echt nicht? Nee. Ja, das gut, ne, also es gibt. Es gibt wahrscheinlich Seeds, die echt hart sind. Echt hart nice. Ja, und man kann auch nicht in die Donation-Maschine wie Geld spenden oder so. Geil! Eine Health-Up-Pille. Geil! Schlag. Wir könnten in den Dingens, aber wir können auch einfach weitergehen und den Endgegner machen. Ja, danke, kann ich gerade nicht hören. Ich bin mal ganz kurz auf K, weil meine Freundin eine Sprachnachricht geschickt hat. Bis gleich. Bis gleich. Ihr da. Cheater. Und ich esse jetzt noch nebenbei. Oh Gott, in diesem Spielstand muss ich ja Gemini noch als erstes den Embryo killen. Oder ist das für alle? Nein, ich glaube nicht. Oh fuck, zwei Herzen. Ich habe auch nur 4,5 Herzen. Anderthalb Herzen? Wieso hast du bei Gemini so viel Schaden? Weil ich auf seinen Sohn gehe, halt. Und weil ich vergessen habe, dass ich Spectral Tears habe, dass ich dann einfach durch die Steine schießen kann. Ja, Dead Sea Scrolls. Das macht doch einfach irgendein Random- oder Leertasten-Item, ne? Ja. Habe ich gerade aus dem Engelsraum bekommen. Okay, ich habe es geschafft, aber irgendwie habe ich das Dingens nicht gekriegt. Krieg ich wahrscheinlich, wenn ich ihn gekillt habe jetzt. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe extrem viel Schaden, Tiers. Nein, es scheint für alle zu sein. HP und Luck up. Nein, du musst alle Gegner des Basements besiegen, damit du das freischaltest, nicht einfach dem Embryo. Achso, okay. Der Embryo fehlt halt nur den meisten Leuten, weil man da nicht so drauf achtet. Gott, ich bin so ein schlechter Isaac-Spieler. Curse of Darkness ist schon mal richtig scheiße. Curse of Darkness ist aber noch einer der milderen. Ja, aber man sieht nichts und ich bin blind. Was zum Teufel ist das? Was? Scrapula oder sowas.
Grape Juice? Ja. Ne, das ist Jesus Juice, glaube ich. Oder? Ne, das habe ich nicht gefunden. You feel blessed. Also, you feel blessed. Stand da gerade. Und jetzt leuchte ich so ein bisschen. Das war so, sah aus wie ein Controller, zumindest mit Kabel, und da war ein Kreuz drauf. Ich hasse Räume mit Stacheldingen. Von mir aus? Gerne. Weißt du etwa, wie es heißt? Scrap irgendwas. Das ist so ein schwarzes Ding mit Kabeln verbunden mit einem Kreuz drauf. Was ist denn mit Kabel verbunden? Celtic Cross vielleicht? Nein. Irgendwas mit... Auch die U4 Blast. Irgendwas mit SC... Hier ist ein Kabel. Ja, oder Drähte oder irgendwie sowas. Irgendwie habe ich das Gefühl, es laggt, aber ich habe zumindest annähernd 60 FPS. Nee, gibbet nicht. Gibbet nicht. Du findest immer, was es nicht im Spiel gibt, super. Mhm. Es war, war es ein Item oder war es ein. Es war ein Item, was ich in einem Dingens gekriegt habe, in einem Goldraum. Okay. Voll Janka ist übrigens lecker. Also es müsste schon das Celtic Cross sein, weil da steht U4 Blast und da leuchtet man mit. Ist es aber nicht. Ja, hundertprozentig sicher. Ja, hundertprozentig. Kishi hat geschrieben, Moment. Nimmst du nicht gerade auf? Wow, er hat gearbeitet und deshalb braucht er Ruhe. Kishi, ich arbeite auch den ganzen Tag. Ich auch. Nein. Du arbeitest nicht. Doch. Nein, du arbeitest nicht. Doch. Nein. Doch. Du bist am Rumpimmeln. Ja. Das ist kein Arbeiten. Doch ist es. Kishi macht wenigstens irgendwelchen Elektrogramm, auch wenn er gerade sagt, er war zwar den ganzen Tag zu Hause und hat von zu Hause aus irgendwie gearbeitet. Ich weiß nicht, vielleicht hat er an sich gearbeitet. Ich hätte wie ein Drecks gearbeitet. Nein, damit verdiene ich kein Geld. Deshalb macht er es nicht mehr oder was? Deshalb arbeitet er nicht. Also er arbeitet im Sinne von Geld. Ja, aber er hat, sagt doch immer, er arbeitet gerade an Tracks oder so. Das hat er explizit gesagt, ich habe für Geld gearbeitet. Nein, aber er hat gesagt, er arbeitet. Er hat gearbeitet. One up. Weißt du, ich habe jetzt schon 6 Herzen, also 6 Hard-Container. Noch nichts Sinnvolles. Wie viele Herzen liegen davor? Ein halbes. Okay, ja, scheiß drauf, dann gehe ich in den Dingensraum. Oh, ist schon so fallen? Ich hasse so fallen. Soll Janka? Oh mein Gott, ich kriege gerade so viel Schaden. Wow, danke für den Raum. Und das Item kriege ich Guppies Hairball. Danke. Okay. Guppies Hairball kann man auch so ein bisschen hin und her schleudern, ne? Ja. Das sieht nicht so ein Guppies State, ne? Nein. Guppies. Guppies Hairball ist das einzige Guppy Item, was nicht zum Guppies State zählt. Guppies Halsband zählt dazu. Die tote Katze. Der Guppies Head. Guppies Tail, oh. Guppies Paw. Nur Guppies Hairball nicht. Ja, weil man den freischalten muss, denke ich mal, ne? Ja. Ach, scheiße, hier 15 Bomben. Ich will ein paar Pilze sprengen. 3 rote Kisten. Oh, super Lemon Party, gleich 2-mal. Fuck. Das war's dann mit Full Health. Oh nein, nicht die Fledermäuse. 3 blaue Herzen.
Also ich habe noch 5,5 rote. Ich hätte auch schon 3 oder 4 rote, aber ich bin ja Blue Baby. Ach, du bist Blue Baby, okay. Muss ich noch freispielen? Ja, ich will die Sphinx freispielen, endlich. Spielt man mit dem Isaac Kill frei, ne? Mhm. Hatte ich einmal fast gehört, aber ich hatte halt kein Defensive Item und dann. Ich hab ihn, glaube ich, auf ein Viertel runterbekommen, weil ich halt übertrieben starken Dings hatte, aber der war noch stärker. Oder Pisser. Joker, ich komme auf jeden Fall zum Dingensraum. Geh doch in so einen Schadensraum, da kommst du ein halbes Herz wieder raus. Also kommst du von ein halbes Herz, also kommst du rein und kannst von halbes Herz. Weißt du? Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ist schon klar, was du meinst, okay. Weil du gerade so ein bisschen dumm gekommen. Ich habe auch schön den Bum-Friend gefunden, also nicht den Dark Bum, sondern den kleinen Bum. Ja, der ist auch super. Der ist zum Kotzen. Ich finde den gut, der droppt auch manchmal sinnvolle Sachen. Und nein, dann komme ich nicht für ein halbes Herz wieder raus, weil wenn ich aus dem Dingensraum wieder rausgehe, dann komme ich ja auch wieder in den Raum. Und das ist die einzige Karte, mir das nicht geht. Ich hab's natürlich gemacht. Ach super, geht die nur von hinten töten kann. Der Hookworm, das war glaube ich nicht schlau, dass ich den eingesammelt habe. Ich meine, ich weiß, wie man die fallen lässt, die Sachen. Hast du das denn eigentlich inzwischen rausgefunden? Was? Wie man Sachen fallen lässt? Steuern gedrückt halten, auf Control weiß ich es nicht. Auf PC Steuern gedrückt halten für 3 Sekunden, dann droppt man all seine, also sein Trinket und seine Karten und Pillen oder so. Und mit Steuerung kannst du sie halt, wenn du halt so ein Zweiter hast, kannst du die tauschen. Super! 3 Bomben, fick dich, Joker. Oh ja, der Goathead, nice. Und noch ein Health Up. Und noch ein Pretty Fly. Okay, Ghost Baby ist auch mitgenommen. Scheiß drauf. Immer noch 5 blaue Herzen. Ich habe keine Ahnung, was da unten gerade stand. Ich glaube auch nicht, dass es in der Aufnahme drin ist, aber da stand gerade was. Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn man ja den Triple Shot... Ich bin gestorben. Also wenn man den Triple Shot kann man endlich schnell schießen, wenn man ganz auf die Taste drückt halt. Ja. Ja. Aber aufladen bringt halt mehr. Komm, ja, noch ein Herz. Ja, noch ein Herz. Zack. Ich könnte noch in den Item Room, aber ich habe nur... Ach komm, scheiß drauf, da gehen noch ein paar Pilze bei drauf. Ein PhD, oh nein! Ich will den PhD! Oh, fick. Wieso kommst du nicht ran? Hab keine 15 Münzen. Hast du hast du gelb den Automaten? Ja, aber nur 11. Ich will den nicht leer spielen. Ich habe mir jetzt schon ein Herz gekauft. Wieso willst du nicht leer spielen? Weil ich auch mal was erreichen will mit dem Scheißautomaten. Ja, aber wenn du jetzt ein PhD bekommst, womit du einfach so einen Run komplett mal drehen kannst, weil PhD ist einfach übertrieben geil. Kann ich ja jetzt schon nicht mehr. Ich hasse diese... Ich hasse Pestilenz. Dass er immer diese scheiß Kugeln da spuckt. Ja, vor allem hat er gerade 3 hintereinander gespuckt. 4! Mann, nochmal! Jetzt hör doch auf, du Fotze! Ich hab doch schon kaum noch Leben. Ja, wenigstens verliert er ein paar Herzen. Und God, I licked them all. Okay, kurz um Soyanka. Danke. Das ist übrigens etwas, was sich bei mir nie ändern wird, dass ich im Let's Play esse. Doch. Nein.
Was das? Das ist gemein. Oh, Larry Jr., komm schon. Ich habe keine Tränen, die dich... Ich habe echt keinen Schaden, ne? Ich glaube, ich bin immer noch auf 2 Schaden. Habe ich einen Schaden abgekriegt? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt nicht all deine Sachen gemerkt. Okay, ich habe 4 Schaden. Ja, ich habe einmal All Up gekriegt. All Stats Up. Hast du das, nee, das nicht. Magic Mushroom, oder? Ja, Magic Halo, Mushroom. Oder dieses komische blaue Teil, was neu ist. Nein, ich hab den Magic Mushroom gefunden. Das Jump Book, danke. Damit kann ich jetzt wenigstens mal ein paar Sachen holen. Ja, danke. Also wer von euch das Jump Book nicht kennt, damit kann man einfach springen. Als Leertastum-Item. Das ist manchmal richtig zum Kotzen, wenn du irgendwie nach rechts springst und dann ist dann nur so halt ein Feld, was nur so ein Block breit ist und dann kommst du nicht mehr zurück. Ja, da muss man halt ein bisschen rumbuggen. Ja, oder man beendet das kurz, also geht kurz das Hauptmenü und geht dann wieder auf Continue, dann ist man nicht wieder am Raum am Anfang. Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich nämlich mal gemacht, weil ich einfach nicht rauskam. Ja, man muss sich dann immer so ein bisschen rausbuggen, das ist ein bisschen nervig. Ja, ich habe das ein bisschen versucht, aber es ging wirklich nicht mehr. Komm, du warst einfach nur faul und hast keinen Bock. Ich hab's doch versucht. Faul! Okay. Scheiß drauf, Kiste. Ja, der Guppy's Head, nice. Nehmen wir aber erstmal Jump mit, weil Jump gerade nice ist. Ein Guppy hat übrigens gerade aus so einer Sprengtruhe gekriegt. Nice, Guppy ist übertrieben geil. Naja, spawnt halt ein paar Fliegen, ne? Ja, das ist erstmal Lieblings-Items. Naja, Fliegen machen ja auch arsch viel Schaden. Dreifache vom eigenen Schaden. Vor allen Dingen, wenn man so Guppy-Form schon ist, Guppys Head mit hat und dann so eine steuerbare Träne hat. Und du stellst dich einfach irgendwo hin und pürzt einfach alles und die fliegen einfach selber hin und ist einfach voll geil. Ja. Aua. Knochengegner, ich hasse euch. Ich bin gerade ein bisschen behindert, ne? Ich bin gerade ins Feuer gerannt. Ich fürchte, das wird mit diesem Run nicht so nice. Ran. R-A-N. R-A-N. Ran. Ran Fußball, was? Ha! Werbung! So, Ran, das macht jetzt 20.000 für jeden von uns? Nein, Sat1. So, Sat1, das macht jetzt 20.000. Für jeden von uns? Mehrmals? Pro Sekunde. Stirb doch, Kacki. Ich hasse diese Kacki-Gegner. Ich hasse alle Gegner. Selbst die, die sich nicht bewegen. Alle Görglinge sind richtig schlimm. Geht voll. Ich meine, die Görglings, also die Görgli Juniors, nein, die kleinen Kinder davon haben ja kein Leben. Aber die sind einfach so nervig und chargen auf einen. Ich hasse Gegner, die chargen. Ja, genau. Super Worth. Was ist denn Worth? Den hatte ich ja noch nie. Oder ist es der Bomberman? Ist der Bomberman, okay. Super Wrath. Ja, das ist der Bomberman, der super treu Bomben spawnt. Ja, aber der sieht sehr seltsam aus. Den habe ich nie gesehen. Den gibt's schon seit dem alten Isaac Add-on. Mr. Mega. Ich muss dann jetzt auch weg. Ich wünsche dir viel Spaß in der Aufnahme. Also, tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. Ja, der Assi geht jetzt erstmal LOL zocken und ich werde jetzt kaum noch mit euch reden, weil ich nicht rede, wenn ich alleine zocke. Tut mir leid. Sorry? Ja, geht zu Freddy und beschwert euch. Los jetzt. Zack, zack. Ja, da hinten kann er noch sein.
Gleich erstmal Solian kassen. Hab ich den Boss schon? Ich hab den Boss noch nicht gemacht. Fuck. Ach, jetzt hab ich diese Superbomben. Geil. Hab ich die endlos? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich hab die endlos. Die ist für ziemlich nice. Und es ist ja ziemlich nice, wenn Kishi jetzt noch ankommen würde, weil jetzt. Was? Entschuldigung. Was? Wo ist denn dieser Hurenfick? Hurenfick. Hä? Da kann es nicht sein, da kann es auch nicht sein, da kann es nicht sein, da kann es nicht sein, da kann es nicht sein. Am Itemraum kann es auch, glaube ich, nicht sein. Also das nächste wäre, wo es sein könnte, wäre da. Okay, nee. Ja, super, das da ist natürlich auch schön, weil man da ein Herzen sammeln kann irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber man kann's. The Fall, nice. Freddy hat sich jetzt totgelacht, weil er den auch gerade hatte. Aua, ich kann dieses mit dem zwischen den Dingens durchrennen übrigens nicht. Ja, das wusste ich nicht mehr. Okay, jetzt wird es schlecht mit zwei Ficker. Bin ich gerade seinem Laser entkommen? Wenn ja, wie habe ich das gemacht? Fuck. Boah, noch ein Devil Deal gekriegt. Nice. Und das Infected Baby. Oh ja, und The Mark. Schleck mal. 48 Hour Energy. Die nehmen wir mal. Ein von Pills, Doppels. Dann nehmen wir die. Zack, zack, zack. Und nein, den Spaten nehmen wir nicht mit. Außer vielleicht nur noch auf der Ebene. Das würde mich jetzt interessieren. Ich gucke jetzt mal kurz nach, ob ich ein Kreuz auf der Ebene habe. Dann nehme ich den scheiß Spaten sogar mit. Nee, ist ein Leertasten-Item. Ich will Guppy Head behalten. Weil Guppy's Head cool ist. Kurz ist so lang. Ich weiß nicht warum. Ich habe gerade richtig Lust. Auf Burger King. Und Long Chicken, Alter. Oh Gott, ist auch so blind. Ja, fick dich doch. Ah, Castle of the Blind ist der Fluch, wo man die Items nicht sieht. Vor allem Leute, die das auch mal verpeilen wie Zombie. Der verpeilt das ja echt jedes Mal, ey. Ich will an den. Ich bräuchte die Leiter. Nice. Wieso treffe ich den Scheiß nicht? Danke. Boah, nochmal 48 aus. Energy. Zack. Ja, da könnte ich nicht mal rankommen. Danke, da komme ich nicht mal ran, Arschlöcher. Den habe ich fast komplett ignoriert. Okay, erstmal Schlüsselraum. Und der 3-Dollar-Bill, das ist nice. Rainbow Tears mit jedem Schuss oder jedem Raum. Also, jeder Schuss anderen Schusseffekt oder so. Weiß ich gerade gar nicht sicher. Hab gerade darauf gewartet, dass man mit Bambat den umändert. Also daraus ein normales Herz macht. Nein, kein normales Herz, ein Seelenherz macht. Okay. Necropolis 1, machen wir den Boss. Blob. Danke, du Ficker. Okay, das. Nein. Der ist in diesem Fall wirklich halbwegs einfach. Weil er nur in diesem Rahmen stehen kann. Oh. Ach ja, das macht Blob ja so fickig. Och man! Komm, war das jetzt wirklich nötig? Noch viermal von seinen scheiß Augen getroffen zu werden? Dieser Wichser. Ah, oh, das ist mies. K-
Curse of the Blind, ich sehe nicht, was die hat. Scheiß drauf. Hof of Babylon braucht man nicht und Brimstone. Best Run. Insta-Win. GG, Hauptsache erstmal Brimstone gekriegt, nice. Das hatte ich gehofft, weil das ein 2-Herzen-Deal war. Und deshalb hatte ich mir schon so gedacht, da kriegst du ja bestimmt, ey, Landkista. The Moon, Geheimraum? Ja. Nein, 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 nein. Zack. Oh nein. Damit hätte ich rechnen müssen. Pheromone, danke. Noch eine Karte. Komm, 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 komm. The Lovers gibt mir 2 Herzen. Brauche ich gerade nicht. Schade. Danke. Komm ich auch nicht ran. Toll, mach, danke. Möchte ich eigentlich nicht. Eine Dingenskiste möchte ich eigentlich nicht. Oh fuck, ich dachte gerade, ich renne in den Gegner rein. Ja, komm, scheiß drauf. Das wollte ich nicht. Wie kann man denn so einen Run noch verkacken, Alter? Boah, vor allem habe ich diese Mega-Dinger. Das ist ja richtig mies. Wie lange braucht denn der verfickte Brimstone zum Aufladen? Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, merke, der Brimstone braucht 6 Jahre zum Aufladen. Nee, ist klar. Ja, 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 ja. Ja, gut, dann waren wir jetzt überall außer im Itemraum, in dem ich mir eh nichts leisten könnte, und im Schadensraum, in den ich nicht will. Das ist da ist ein Kreuz, ne? Ja, da ist ein Kreuz. Und ansonsten, hier haben wir alles, dann gehen wir weiter. Ich werde hier irgendwas vergessen. Ich kann nicht weiter, weil ich den Brimstone aufgeladen halte. Danke für die Schlüssel. Also man hört wahrscheinlich, dass ich mich ein bisschen konzentriere. Ja, jetzt habe ich diesen 4-Effekt. Danke. Nochmal ein Herz verloren. Jetzt kann ich das nämlich wieder mitnehmen. Jetzt gehe ich in den Shop. Die Bibel. Nice, Alter. Nekropolis 2 ist ja, glaube ich, genau das gleiche wie die Tiefen 2. Dann nehme ich auf jeden Fall, bevor wir zum Boss gehen, nehme ich die Bibel mit. Die muss ich ja praktisch mitnehmen. Nein, nein, nein. Was ein Ficker. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was es war. Für einen Effekt. Eine Pretty Fly nochmal, ja, nice. Oh, fuck, ich hatte auf ein Herz gehofft. Chub. Ja, okay, der Brobs Bane. Ist halt ziemlich stark. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Das machen wir vor. Zack. Was ist das?
The Pie, ah, The Peep, nice. GG, der Stecker, den weiß ich gar nicht, was der macht. Nie gefragt, was der macht. Oh fuck, oh fuck. Paralyse, danke. Eventuell bin ich gleich tot. Oh, ganz knapp überlebt, ey. Ganz knapp. Was eine Scheiße. Ich muss mal kurz das Mikrofon ein bisschen runterstellen, weil ich sonst gar nichts mehr sehe. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich esse jetzt mal kurz was. Weil langsam wurde es kalt. Dann hole ich jetzt den. Nein. Ich donate jetzt mal. Store Upgrade Level 1. Kann ich mich nicht dahinter buggen? Danke. Ich wollte nämlich nicht mehr noch essen. Ne, ich glaube, eine Ebene geht es noch runter. Nein. Danke. Die Karte aktiviere ich direkt bei Mom. Scheiße, es ist doch Mom. Gut, dass Mami schon tot ist. Ah, fuck, ich hab's verpeilt. Sorry. Das war dumm von mir. Ich will die Bibel mitnehmen, aber ich habe Mom auch so gewonnen. Ja, doof jetzt für mich. Na egal. Du bomb ab hier ein Herzschaden. Brauche ich. Unumgänglich. Sorry. Oh yeah, Dingel. Sobald man den Brimstone hat, schießt er übrigens nicht mehr. Weil er den Brimstone irgendwie nicht kennt oder so. Boah! Gott sei Dank hatte ich gerade Verfolgungstränen, ey. Ich wäre so am Arsch gewesen, vor allem wenn Bob's Brain sich eingeschaltet hätte. Bob's Brain ist ein richtiges Fotzen-Item, was man nicht haben will. Boah, hatte ich gerade Glück, ey. Ohne die Spinnen wäre man schon zwischendurch aufgehoben, einfach komplett. Oh. Merke, wenn ein Gegner auf dich zielt, nicht stehen bleiben. Mist, Bad Trip. Ja genau, ich gehe so zum Kampf, ist klar, ne? Was ist... Boah, wie nice ist das denn bitte? Schade, dass ich das im nächsten Raum nicht mehr hab, ey. Mist. Pheromone, macht ihr, dass ich... Oh, der Skeleton Key, klar, jetzt. Gut, dann können wir auch noch in den Shop reingucken, weil jetzt ist ja eh egal. Ach, ist gar nicht der Shop. Tour of Clubs, mehr Bomben. Death, weiß ich immer noch nicht ganz genau, was es macht. Und Archie's Cookbook, das macht einfach nur das Bomben-Spawnen im Raum. Oh ne, ein Riesenraum. Fick dich doch.
wie mies kann... lässig. Danke. Zack. Sister Maggie am Arsch. Are you Wizard und Pheromone halt? Ja, gut, dann versuchen wir jetzt nochmal den Dingens vorher zu finden, den Geheimraum. Und dann versuchen wir mit zwei Herzen zu regeln. Ich habe nicht so die besten Vermutungen. Ja, gut, keine Lust mehr. Mr. Fred. Mr. Fred wurde gesagt, das ist ja einfach. Merke, Mr. Fried ist sehr einfach. Komm schon, irgendwas. Nein, ich war hier ja schon drin. Ach, fick dich. Mann. Da liegen nur Herzen rum. Die möchte ich eigentlich ungern liegen lassen. Hab ich den. Ich hab den Goathead, oder? Ja, klar, sonst will ich ja nicht jeden Scheißraum Devil jetzt kriegen. Klar. Logischerweise habe ich den Goathead. Ich bin die ganze Zeit überlegen. Hab ich den Goathead irgendwie? Das krieg ich ja immer so viel Scheiße. Ich hab den Goathead. Bis mir meint, ach, ich werde goated. Die Safety Cap macht, glaube ich, dass ich alle Pillen-Effekte lesen kann. Bin ich mir sicher? Weiß nicht. Keine Ahnung. Und ich habe immer noch nachgeguckt, ob alles mit dem Sound stimmt. Von daher könnte ich immer noch scheiße klingen. Danke. Es ist jetzt auch erst 21:48 Uhr, das heißt, ich gehe gleich pennen. Ich morgen arbeiten muss. Bob's Brain. Oh, so ein Glück, Alter. Ich hasse Bob's Brain. Richtiger Hurenscheiß. Also bin ich beim Pieper immer verunsichert, ob das meiner ist oder deren Pieper. Von daher nicht verwundert sein, wenn ich manchmal Angst habe vom Pieper. Hätte sich mehr... Nee, hätte sich nicht mehr lohnen können. Ist ja eher das ein Herz. Alles in dieser Ebene ist gleich viel wert. Also halbe Herzen sind genauso viel wert wie ganze Herzen. So rum. Are you Wizard? Nein, danke. Noch zwei normale Herzen. Das ist Shane. Probieren wir mal hier. Schade, das hätte uns einen kostenlosen Raum verschafft. Was ist das? Der Joker. Genau. Ach ja. Das ist ja schon ein Mann. Wieso nehme ich die jetzt mal vorher? Ach Mann, ich bin auch ein behinderter Wichser. Aber immerhin fällt mir das selber auf. Einfach schon so ein richtiger Hurensohn. Aua! Zweimal, ja, ernsthaft, ne? Ja, jetzt habe ich wieder diesen Super Brimstone. Meine Brimstone ist an sich schon super. Danke. Ey, komm, ich. Nö, ich sterbe hier. Mom's hart, ich werde hier sterben. Ich hätte einfach runtergehen können. Weiß nicht gemacht. Ja. Hier könnte noch kostenlos was drin sein. Mist. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger machen übrigens. Nein, ich bin kein Wizard. Fick dich doch. An die Pille komme ich nicht ran.
Ach, der Bombenraum. Der Dingensraum könnte auch noch da und da sein, aber ich kann das zu suchen. Ja, ist da. Bin ich tot. Ach Mann, das ist doch doof jetzt. Naja, versuchen wir es. Ich glaube ja nicht, dass es klappt, aber dann ist es Freddy's Schuld, ne? Geht auf den Kanal bei ihm und beschwert euch bei ihm. Ich muss noch Sachen. Boah, fast in die scheiß Kacke gelaufen. So. Ach Kacke, die muss ich töten. Okay, schade. Hat er ja gehofft, die kann ich auslassen einfach. Was? Ich hab echt noch. Boah, ich bin richtig gut. Nein, 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 nein. Oh, oh, war das knapp. Ich wäre gerade übrigens schon wieder fast gegen die Chest gelaufen. Kurz, sorry, Anka. Können die Devil ja noch töten. The Rubber Cement. Okay. Macht, glaube ich, dass die Schüsse abprallen. Ja, danke, das wollte ich nicht. Ich habe den ganzen Raum über irgendwie nichts, den ganzen Run über irgendwie nichts Nices gekriegt. Boah, diese abgefuckten Augen einfach nur. Die haben mich gerade richtig abgefuckt, die Augen. Existenzminimum, ey. Ah, nein! Ficker! Mann, ich hab doch genug! Warte, nein. Ah, da war doch so eins. Warum? Och, Mann! Mich verarschen? Mich doch verarschen, ey. Monstro 2! Ja, nee, ist klar! Nein! Ach. Hat mich gerade festgerannt. Monstro 2 ohne Schaden, ey. Oh, feier ich gerade ein bisschen. Oh, oh ne. Oh ne! Ihr Ficker! Ich hab irgendwie kaum Schaden, ne? Kann das angehen? Wheel of Fortune, ja, Mensch, mach mal. Hier komm, auf so einen Automaten hatte ich gehofft. Nein, ah! Das wollte ich gar nicht. Mann, jetzt habe ich nicht die Scheiße. Jetzt habe ich die Fotze da aufgesammelt. Das kann ich ja eh nicht mehr aufsammeln. Ah, das war auch nice. The Chariot! Ja! Geil, das gibt mir noch eine Chance. Das gibt mir eigentlich wirklich noch mal eine Chance. Hab ich den Scheißraum schon gefunden? Nein, natürlich nicht. Oh ja, Verfolgungsdinger. Danke. Ja, da ist er. Das ist, Sheol. Satan. Ich glaube nicht. Ja, wobei Satan eigentlich recht leicht ist. Muss The Fallen besiegen? Besiegt. Jetzt muss man ihn besiegen. Der ist meiner Meinung nach der schwierigste. Die Fußform ist nicht mehr so schwierig. Jetzt kommt die Fußform, jetzt stehe ich einfach hier.
Dann laufe ich in die Richtung weg. Komm, komm, komm. Und besiegt. Nein, komm. Ich sagte besiegt. Ficker. Zack, zack. Ho. Errungenschaft freigeschaltet. Broken Anth. Ankh. Also, gebrochenes Kreuz. Ja, weil ich den noch nicht besiegt habe. Wo ich noch nie so weit... Also doch, ich bin schon mal so weit gekommen, klar. Aber, nicht seitdem sich mein Spiel resettet hat komplett. Ja, ein bisschen gekotzt wegen, Alter. Spiel resettet sich einfach so. Beleidigt erstmal. Direkt Dislike. Dislike, das Abo erstmal direkt weg. So, zack. Also bisher hätte ich kein Herz mehr da verloren. Also doch da eben, aber er hat sich wieder ausgeglichen. Oh, ich hab nicht mehr so Chariot besorgt. Oh, ich bin Idiot. Ich hatte noch so Chariot und hab's nicht benutzt. Sun? Deckt die Karte auf? Ah, macht die Geheimräume sichtbar. Den Geheimraum. Nicht den Supergeheimraum scheinbar. Ja, kann sein, dass es die Karte aufdeckt. Keine Ahnung. Was ist das? iPhone Pilz, der Pilz. Und The Chariot. Ja, wir hätten natürlich auch noch ein bisschen den Geheimraum suchen können. Danke. Komm schon. Komm schon. Was? Er ist noch explodiert. Ich kann mit dem Broken Magnet nichts anfangen, Mann. Ich kann noch nichts tragen. Oh, fast reingerannt. Mich interessiert gerade nur noch, was so gibt noch. Ach ja, ich hätte auch noch ein Leben. Scheiße. Stimmt. Ja, kann ich nicht aufheben. Ich habe jetzt noch 5 Bomben, dann gucken wir da mal dahin. Das ist für mich sich noch so ein Raum, der sich erschließen würde. Wo es sein könnte. Ah ja, siehst du? Toll. Danke. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den Run. Ich hoffe, er hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Nachher wieder, also morgen wieder mit Kommentator. Sorry, dass ich jetzt wegen des... Broken Anth. You unlocked Judas. Was? Dafür muss man... Okay, das habe ich vergessen. Wie kommt man auf die... Ah, da, Endings. Ich weiß gar nicht, ob ich das erste und das zweite gezeigt habe. Ich zeige es nochmal kurz. Ich glaube einfach nur Eden und dann Ending 2. Das haben wir eben geschafft. Das ist nämlich das Rub Cement. Oh, jetzt habe ich das. Okay, schade. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!